Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Karrieremodus mit Paris Saint-Germain. Yo, wir machen mal ganz kurz das Training fertig, die Spielerentwicklung. Mal gucken, ob wir da irgendwie noch was hinkriegen. Lukas werden wir mal heute trainieren, der wird auch die nächsten Spiele ein bisschen spielen, weil Ibrahimovic sich nicht fit fühlt und würde gerne auf der Bank Platz nehmen. Den Wunsch erfüllen wir ihn und dann probieren wir da nochmal dann eben Marco Reus aus. Ja, den wir auch nochmal trainieren werden, denke ich mal. Mal gucken, ob die sich irgendwie einigermaßen pushen können. Sonst wäre es ein bisschen schade. Ansonsten mache ich mal Umtiti und Zuma noch dazu, damit die auch ein bisschen weiter mittrainieren. So. Genau. Alles simulieren. Ja, das nächste Spiel wird gegen den SM Cayenne oder so sein, gegen die wir spielen werden. Das wird ein Ligaspiel sein, die sind aktuell auf dem 8. Platz, das heißt, auf dem 7. Platz. Das heißt, wir könnten auf jeden Fall Chancen haben. Wir sind leider in der letzten Folge ausgeschieden aus dem französischen Pokal. Ich wäre eigentlich gerne Pokalsieger geworden, aber die Simulation hat gesagt, nö, ist nicht. Hätten wir das mal selber gespielt, dann wäre alles gut gewesen. Aber nein, wir mussten ja simulieren. Tja, so kann das passieren. Wir gucken nochmal ganz kurz auf die Tabelle. 9. Platz. Das heißt, wir spielen auf jeden Fall gegen die Jungs. Und ich bin... Ja, es könnte sein, dass es ein schönes Spiel sein wird. Vielleicht mit ein paar Toren und so weiter. Müssen wir mal schauen. So, wir starten einfach mal das Spiel und gucken uns das Spiel jetzt gleich an. Hallo und herzlich willkommen im Ligue 1 Spiel im Stade Municipal. SM Cannes. Gegen Paris Saint-Germain, so heißt das Spiel. Ich weiß nicht, wie die ausgesprochen werden. Ein spannendes Spiel. Der erste gegen den achten. Wir erwarten eine Reaktion von Paris Saint-Germain, nachdem sie jetzt zuletzt im Pokal ausgeschieden sind, im französischen Pokal. Und das ganz, ganz bitter nach Elfmeterschießen. Das sollte so definitiv nicht sein. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich, ziemlich bitter, wie das gelaufen ist. Und wir erwarten auf jeden Fall eine Reaktion. Wie wird Paris jetzt hier antreten? Ibrahimovic erstmal auf der Bank. Er hatte den Wunsch geäußert, erstmal zu pausieren, weil er sich nicht fit fühlt. Und deswegen wird er jetzt auflaufen. Maxwell ist als linker Verteidiger eingeplant, weil Kurzawa gesperrt ist. Ich weiß gar nicht, ob er nochmal gesperrt war. Haben wir schon ohne ihn gespielt? Ich bin mir nicht sicher. Ansonsten haben wir vergessen, ihn reinzunehmen. Ja, Spieler im Fokus ist Paul Pogba, der am Anfang der Saison zu uns gewechselt ist. Und ja, wir starten einfach das Spiel und gucken mal, wie wir gegen den 8. der Ligue 1 spielen werden. Wir dürfen auf jeden Fall nicht zu selbstsicher auftreten, das ist ganz klar. Sonst wird es ein bisschen schwierig, denn jeder Gegner ist ernst zu nehmen. Das hat man im Pokal gemerkt. Und das hat man, glaube ich, im Pokal jetzt auch nicht unbedingt so voll genommen. Inza Bonciatnska ist am Ball. Schafft es bis zur Flanke? Ja, er schafft die Flanke, aber gut aufgepasst von Umtiti. Maxwell. Und jetzt ist wieder Kan am Ball. Ken. Kayen. Enzibutzia Kanska. Pogba. Reus. Reus rüber auf Di Maria. Jetzt kann es schnell gehen. Jetzt muss es schnell gehen. Di Maria. Reus. Aber Ben Youssef passt auf. Kriegt Lukas noch den Ball? Ja, kriegt er noch. Sehr schön. Verratti. Oh, und Da Silva klärt zur Ecke. Sonst wäre es nochmal richtig gefährlich gewesen, wenn Verratti hätte flanken können. So, jetzt aber dafür Eckball. Mal gucken, was Paris aus dem Eckball macht. Torwart kommt raus, aber Via klärt. Wahnsinn. Kriegt den Ball nicht richtig zu fassen. Muss den deswegen wegfausten. Jetzt vielleicht nochmal die Chance. Aber das ist zu einfach für Vercoutre. Paris auf jeden Fall sehr viel stärker als der Gegner. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor hier. Aber die Tore sind noch nicht gefallen. Das heißt, alles ist definitiv offen. Pogba, sehr schön. Verratti. Lukas. Oh! Sehr schnell gespielt hier. Lukas auf Verratti, der legt direkt weiter auf Reus. Der schließt ab. Aber sehr gut gehalten von Vercoutre im Tor. Vom Gegner, von SM Cannes. Aber jetzt... Oh! Das wäre es fast gewesen. Verratti jetzt mit dem Schuss, aber geblockt. Oh mein Gott, riesige Ecke. Riesenchance für Paris. Auch der Nachschuss wurde nochmal gefährlich. Vielleicht wird die nächste Ecke auch wieder was. Ja, aber leider geklärt.
Reus jetzt mit der Ecke nochmal. Auch wieder geklärt. Verratti, jetzt auf Di Maria. Und wer Coutré hält. Riesige Chancen jetzt gerade für Paris. Das eine oder andere Tor hätte sein müssen. Hätte sein müssen. Aber was macht Kahn hier? Oh, schön von Coquelin. Pogba sichert sich den Ball. Spielt weit rüber auf Lukas. Sehr schön gepasst. Lukas wartet auf Verratti. Di Maria! Ja. Was ist denn das? Was ist denn das? Wie kann man den vergeben? Di Maria! Oh mein Gott! Was sind das hier für Chancen für Paris? Ist das der Wahnsinn oder ist das der Wahnsinn? Aber Paris trifft einfach nicht. Die Weltstars hier in den weißen Trikots machen keine Tore. Das ist richtig bitter, richtig belastend. 43 Minuten gespielt. Die großen Chancen sind natürlich auf Pariser Seite, aber sie treffen einfach die Bude nicht. Also die Chancenbewertung ist wirklich, die ist wirklich katastrophal bei Paris. Aber vielleicht wird es noch besser. Coquelin, sehr schön. Verratti, wieder langer Ball auf Lukas, der weiter auf Reus. Der klärt sich den Ball. Sehr schön. Verratti. Pogba auf Di Maria. Was macht er? Schießt und wer Coutré hält. Unglaublich. Gute Chancen mal wieder von Di Maria. Und wieder gut gehalten von wer Coutré. Sonst wäre es drin gewesen. Eckball jetzt wieder für Paris. Der kommt gut. Lukas. Schießt drauf. Geblockt. Schießt nochmal drauf, Di Maria. Aber auch wieder geblockt. Lukas jetzt mit dem Einwurf. Auf Verratti. Ah, geklärt. Von Antsian Bonskierza. So, und das heißt, Halbzeit hier im Spiel 0:0. Paris hat die wesentlich besseren Chancen. Hätte schon 2:0, 3:0, 4:0 führen können und führen müssen eigentlich. Aber leider war das nichts. Der Torwart von Ken hatte was dagegen und man hat es auch in der Statistik gesehen. Null Chancen für Ken, aber sehr, sehr viele für Paris. Ja, wenn es so weitergeht, dann rappelt es hier absolut im Karton. Aber dazu muss Paris auf jeden Fall noch ein bisschen Zielwasser trinken. Ansonsten wird das hier nichts. Das Tor müssen sie ja irgendwann treffen. Oh, Coquelin, stark. Irgendwann muss Paris das Tor treffen, ansonsten wird das hier nichts mit dem Sieg. Da lege ich mich fest. So. Oh, stark. Reus. Di Maria. Stark von Di Maria. Und wieder gehalten. Wieder wer Coutré. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Warum treffen die nicht? Wieder Eckball. Jetzt vielleicht mit der Chance. Oh mein Gott. Umtiti. Auf Coquelin. Ah, es ist alles so eng hier. Und Verratti. Und wieder gehalten wer Coutré. Wieder gehalten von wer Coutré. Was ist denn das hier? Was ist das? So, jetzt wieder die Chance vielleicht. Und ja, geklärt. Wieder Ecke. Wieder Ecke Paris. Was sind denn hier für Chancen? Was sind das für Riesenchancen? Und immer noch 0:0. Das kann eigentlich nicht sein. Und jetzt vielleicht. Nein, immer noch nicht. Pogba, jetzt lauf doch mal dahin. Verratti. So, langsamer Aufbau. Wieder auf Verratti. So, sehr schön. Jetzt kann es schnell gehen. Jetzt muss es schnell gehen. Verratti. Auf Reus. Der schießt. Da ist es aber. Da ist es endlich. Marco Reus. Der Neustürmer, der Ibrahimovic heute im Sturm ersetzen soll, macht das 1:0. Ganz, ganz wichtiger Treffer. Endlich hat es geklappt mit dem Tor. Und diesmal sah aber der Torwart nicht so gut aus. Die ganzen anderen Male, die ganzen anderen Chancen hat er gehalten wie ein junger Gott. Und jetzt war das ganz, ganz schwach von ihm. Gut durchgesetzt von Marco Reus und ja, geschossen. Und hier seht euch den Torwart an. Das sieht nicht so gut aus. Der hätte sich einfach groß machen müssen und dann wäre der Ball in seinen Händen gelandet. Aber so steht es 1:0. Reus macht das ganz, ganz wichtige Ding, den ganz, ganz wichtigen Treffer. Und es ist absolut, da braucht man gar nicht drüber reden, es ist absolut verdient. Paris macht ein unglaubliches Pressing. Damit sind sie natürlich im Mittelfeld offen wie sonst was. Aber es bringt was, das sieht man. Verratti. Auf Reus. Reus. Da ist es nicht. Wer Coutré? Wie hat er den denn gehalten? Wie hat er den denn gehalten? Sehr schön von Reus gemacht. Schießt und... Ah, wer Coutré hält mit dem Kopf. Bumm. Ab in die Fresse. Ja, und damit übers Tor und geklärt.
So, Pogba mit der Ecke. Der Coutré kommt raus, hat den Ball sicher. Was macht Paris hier für ein Pressing? Das ist der Oberhammer. Süb. Oh. Abseits. Nein, es ist kein Abseits. Es ist kein Abseits. Es ist kein Abseits. Was ist denn das? Was ist denn das? Irgendwer. Das, also, was ist denn das für ein Hühner? Was ist das für ein Hühnerhaufen da hinten? 1:1. Was ist das denn unverdient? Wie unverdient ist das denn? Wie unverdient ist das? Die erste Chance, die erste wirkliche Chance für Ken und sie machen es einfach direkt rein. Und da wird gepfiffen. Da wird gepfiffen. Wahnsinn. Wahnsinn. Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass das hier so abgeht. Besser. Ja, besser ist. Verratti. Umtiti. Jetzt muss es wirklich schnell gehen. Jetzt muss es schnell gehen. Reus. Sehr gut. Es wird gepfiffen. What? Es ist nicht auszuhalten. 1:1. SMK gegen Paris Saint-Germain. Mein Gott, haben die ein Glück. Mein Gott, haben die ein Glück. Riesige Chancen von Paris. Und Paris ist so doof, das Tor zu machen. Und dann, ja, das glückliche, der glückliche eine Schuss aufs Tor. Und der ist direkt drin. Und damit 1:1 in diesem Spiel. Wahnsinn. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Aber, naja, wer zu doof ist, Tore zu machen, der, naja, muss damit leben, dass auch mal ein Punkt oder zwei Punkte verloren gegangen sind oder verloren gehen. Ja, damit ist diese Folge beendet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da, wenn ihr weitere Folgen nicht verpassen wollt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge und wir gucken mal ganz kurz, gegen wen wir als nächstes ran müssen. Wir müssen, kenne ich alles nicht. Gegen die müssen wir auf jeden Fall ran. Naja, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge. Macht es gut, ciao. Get me home, but my balls keep telling me to let me home. Oh, just let me home. That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls.